Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mit eurem Gameblamer. Jawohl, die Open Beta von Jump Force ist heute angelaufen. Und ja, das muss ich natürlich direkt hier alles testen, wie das so funktioniert. Weil, ihr wisst ja, ich bin ein riesen Anime-Fan. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich das mit der Lautstärke und so alles hier gut geregelt kriege. Scheint mir nämlich ein bisschen leise zu sein. Ja, ist egal. Also ich starte jetzt das auch das erste Mal. Was ihr seht, sehe ich auch. Ich weiß auch nicht, wie die Steuerung ist, obwohl da gerade was stand. Aber ich lese es mir ja natürlich wieder mal nicht durch, damit ich direkt unvoreingenommen reinstarten kann in das Game. Würfel, drücke B. Sind nützlich gegen Gegner, die sich in Abwehrhaltung befinden oder Schmetterangriffe. Wenn sich die Erwachen befinden, vorher aktivieren und noch mehr Kraft freisetzen. Also ähnlich wie bei Naruto dann wohl, ne? Drücke X, wenn du gerade vor einem Gegner getroffen wirst, um schnell einen Gegenangriff auszuführen. Ist X nicht normalerweise einfach hauen? Naja, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall very amazed, dass es diese Open Beta gibt. Ich meine, es steht sowieso auf meiner Kaufliste. So, vielen Dank für die Teilnahme auf den Beta-Test. Da sich dieser Titel derzeit in Entwicklung befindet, sind einige Funktionen nicht verfügbar. Bitte geduldet dich bis zur Veröffentlichung des Spiels. Haben wir überhaupt Spieleton? Ich sehe gar nichts angezeigt. Ah, jetzt. Jetzt sehe ich was. Die derzeitige Beta-Version erlaubt es dir online und gegen eine CPU zu kämpfen. Charakterbewegungen und zu springen. Drücke B, während der Zielcursor sich über einem NSC befindet, um mit ihm zu sprechen. Drücke LB, um das Mini-Chat... Ach, das Mini-Chat-Fenster interessiert mich nicht. Halte RB gedrückt, um den Emotionsring zu öffnen. Margot. Okay. Ja, also man erstellt wieder seinen eigenen Charakter. Aber den konnte man jetzt nicht editieren, als man das Spiel angefangen hat. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal geil aus. Okay, gibt's ja auch eine Map? Nein, nicht zum Titelbildschirm zurück. Seid ihr denn des Wahnsinns? Wir sind doch gerade erst angekommen. Das ist übrigens mein Xbox-Name. Also wir spielen es jetzt hier auf der Xbox One X in 4K natürlich. Ah, da unten. Online-Kampf, Belohnungen. Mal rumgucken, was ist Seiya? Ich bin Pegasus Seiya, bin Saint der Athener und ich bin hier, um das Böse zu bekämpfen und die Welt zu retten. Das ist sehr interessant. Da hinten habe ich auch gesehen, Clan gibt's auch. Gon von Hunter x Hunter. Hey, ich bin Gon und ich bin professioneller Jäger. Schön, dich kennenzulernen. Wow, geil. So, da ist Ruffy. Ich muss sagen, die Grafik, finde ich, ist ja auch mega geil. Ne? Ist halt nicht dieser Anime-Style, sondern so halt... Naja. Wenn du das sagen willst, nur zu, aber von meinem Fleisch kriegst du nicht ein Stück ab. Ja, gut. Okay, was haben wir noch da? Da haben wir Missionen. Da oben steht irgendwo Sasuke. Da haben wir Online-Kampf. Wie die alle schon wieder bei Online-Kampf rumgammeln. Okay, Missionen, Online-Kampf, das ist dann eher so Xenoverse-Style halt. Missionen. Diese Funktion ist während des Beta-Tests nicht verfügbar. Okay. Was haben wir da hinten? Events. Diese Funktion ist nicht verfügbar. Da steht Vegeta rum. Da steht Naruto rum. Naja, boah, ich möchte aber nicht online gegen andere kämpfen. Offline gefällt mir viel besser. Online-Kampf, Online-Kampf, Online-Kampf. Wo ist denn hier Offline-Kampf? Belohnungen? Kriege ich eine Belohnung dafür, dass ich die Beta spiele? Ist während des Beta-Tests nicht da. Laden. Premium-Laden. Diese Funktion ist auch nicht verfügbar. Okay. Ach, gehen wir mal auf Online-Kampf und hoffen, dass wir einfach gegen CPU spielen können. Ich möchte nämlich nicht gegen irgendwelche Cracks spielen, das macht da keinen Spaß.
Jetzt muss ich den da erstmal angepeilt bekommen. Da stehen so viele Typen davor. Ah, da war es kurz. Da. Spieler 1 versus CPU. Ja. Ich muss ein bisschen reinhauen, weil die Beta, die ist begrenzt. Ah, okay, man muss nicht mit seinem Avatar spielen, man kann auch mit Son Goku spielen. Mit Vegeta. Mit Freezer. Mit Ruffy. Mit Zorro. Mit Blackbeard. Boah, ich mag den nicht. Ich finde den so unsympathisch, den Kerl. Naruto. Sasuke. Saint Seiya. Kenshiro. Ah, Ichigo Kurosaki, auf den habe ich mich gefreut. Ich bin ja ein riesen Bleach-Fan, Leute. Ja, Rukia. Ja. Gon. Hisoka. Yusuke. Boah, der Anime ist doch auch uralt mit Yusuke, oder? Jüngerer Toguro. Okay. Und Kenshin. Ach, wer kennt ihn nicht? Aber ganz ehrlich, ich starte direkt mit Ichigo durch. Ichigo Kurosaki. Ach so, man muss drei Leute nehmen, okay. Gucken wir uns mal Fertigkeiten an. RT und X gedrückt. RT und Y gedrückt. Himmelstrotzender Mondzahn Zero. RT und B ist auch eine Fertigkeit. Und, ja, eigentlich jeder Knopf mit RT. Shintensa Sangetsu. Oh. Oh, wie geil. Ja, komm. Und es ist keine Frage. Natürlich mag ich Vegeta lieber als Son Goku. Und dann nehmen wir noch Naruto mit rein. Aber das CPU-Team soll ich auch zusammenstellen. Geht da nicht irgendwie Zufall? Doch zufällig. X. Wow, auf geht's. So, wir haben hier Matterhorn. Wir haben New York. Wir haben Hongkong. Wir haben Mexiko, wir haben Namek. Komm, Namek. Ich bin ein bisschen weit unten mit meinem Kopf, oder? Das ist, weil ich für meinen 90s-Channel die Kamera so gut eingestellt habe. Ich hatte keinen Bock, die jetzt umzustellen. Dann kriege ich die nie wieder so eingestellt, wie sie ist. Und deswegen habe ich das große Bild genommen und einfach so zurechtgeschnitten, dass ich hier unten bin. Ich bin hier unten eigentlich nur ein ganz kleiner Teil aus der Kamera. Deswegen bin ich vielleicht ein bisschen unschärfer als sonst. Oh, geil. Schwuler Saya. Das ist genau wie bei... Gut, Dragon Sprint. Dragon Sprint. Kriegt jetzt auch schon hin. Na. Oh, das geht so schnell alles, ey. Wow. Oh. So, das war die erste Fähigkeit. Na. Okay, Fernattacken.
Koyo. Okay. Ach, da oben ist die Leiste, die jetzt nicht etwas. So, wie kann man den Charakter wechseln? Ah! Okay, Vegeta zur Verstärkung gerufen. Ah, es sieht schon echt geil aus. Ah, jetzt habe ich auch endlich gewechselt. Yeah, Vegeta, zeig's ihm. Na. Na. Vegeta. Wenn ich sterbe, wird sich das Ding auf meinem Rücken vernichten. Woo! Es sieht schon geil aus. Ich sehe nur gerade, ich muss nochmal an der Helligkeit kurz drehen. Die ist ein bisschen verstellt. Weil die Ava Media 4K ab und zu mal etwas dunkler aufnimmt. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel Helligkeit. So, direkt nächster Online-Kampf. Jetzt nehmen wir mal direkt Vegeta vom Start weg. Ach, Son Goku ist so langweilig. Komm, Ruffy und Freezer. Und nehmen wir mal das Matterhorn. Das Matterhorn. Ja, also das ist schon, boah, das ist echt verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so schnell ist. Das ist ja echt heftig. Ja, nicht von schlechten Eltern. Muss man erstmal drauf klarkommen. Langsam reinfinden. RB, ich bin die ganze Zeit mit LB, glaube ich, ausgewichen. So zurück, so ganz schnell. Hm. Ja, ich liebe Vegeta. Ich liebe Vegeta. Genau, gib ihm! Geil! Jetzt frage ich mich natürlich, ob man auch gezielt aufladen kann. Wow! Boah, wie Hammer das aussieht, Mann. K.O. Sasuke gar keine Chance gegen den Prinz der Saiyajins, Mann.
Oh, fuck. So, holen wir mal Freezer. Ah, ne. Scheiße, ich wollte Freezer eigentlich zur Kompletthilfe reinholen. Wie macht man das denn? Müssen wir gleich mal herausfinden. Ich kann ihn nur zur Hilfe die ganze Zeit rein. Ah, aufladen geht. Ach Mann, schade. Mich hätte jetzt interessiert, ob die Saiyajin-Transformation geht. Ich muss gleich mal beim nächsten Kampf, muss ich mal in die Move-Liste gucken. Vielleicht gibt's noch eine, wenn man Start drückt. Ich bin mir da nicht, ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal gucken. Da, das mache ich immer. Mit LB schnell wegbewegen. So, nehmen wir jetzt mal als Hauptcharakter Freezer, als Hilfscharakter Son Goku und Ruffy. Und wir gehen nach New York. Wenn sich dann kannst du das vollständige Erwachen aktivieren und noch mehr Kraft freisetzen. Das wollte ich jetzt gerade mit Vegeta, aber dann ist ja Sasuke leider total platt gewesen. Kann man manchmal nicht lenken, wie gut man in so einem Spiel ist. Fertigkeiten und Erwachenanzeige werden in den nächsten Kampf übernommen. Okay. Na gut, wahrscheinlich von Kampf 1 in Kampf 2. Meinen die. Ja, mit Freezer müssen wir ja eigentlich zum Golden Freezer werden. Dir kann keiner mehr helfen. Ich habe mir übrigens The Fist of the North Star für die PlayStation 4 geholt. Gar nicht schlecht, das Spiel, aber halt sehr viel stupides Rumgehauer einfach nur. Oh, das wollte ich auch machen. Ach so, jetzt wollte ich schon so Goku hauen. Ja, weg mit dem Dreck. Oh, 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 oh. So, mal eben gucken. Fertigkeitenliste. Fertigkeiten da. RTX. Verursacht Lichtstrahl. Ist klar, habe ich gerade schon gemacht. Zum Gegner springen über dem Aufprall Schaden verursachen. Todesuntertasse. Schießt ein Projektil aus. Ein Schaden.
Ja, da steht nicht, wie man erwacht. Energieladung. Ah, okay. Ich habe dazu die ganze Zeit versucht, immer A zu drücken. Deswegen hat das nicht geklappt. Entrinnen, wechseln. Ja, das habe ich doch gerade probiert. Das hat er aber nicht gemacht. Die kommen nur immer zur Hilfe. Erwachen, RS drücken. Okay. Jawohl, Energiediskus. Aber erwachen ist das nicht. Na. Jetzt kann ich erwachen. Ja, er macht er aber nicht. Das ist komisch. Erwachen geht irgendwie nicht. Ach so, nee, da ist nochmal A um den Charakter rum. Okay, verstehe jetzt. Ach, und jetzt konnte ich wechseln. Mann, Mann, Mann. Komm, vielleicht schaffen wir wenigstens mal die Super Genki-Dame. Nee, schaffen wir nicht. Da ist wahrscheinlich, da muss man wahrscheinlich zum Super Saiyajin geworden sein. Ah, jetzt habe ich es auch mal geschafft, zu Ruffy zu wechseln. Geil. Geil. Langsam, langsam klappt's. Was für eine nette Überraschung. Geil. Wirklich geil. Ah. Obwohl das so schnell ist, kann man da ganz gut eigentlich die Kontrolle behalten. Da haben sie schon sehr clever alles ausgelegt. Wenn man da erstmal hinterkommt, so langsam, ist halt gar nicht schlecht. Aber ich frage mich, wie viel man auf dem Gegner rumkloppen muss, dass die Erwachenanzeige mal voll wird. So. Ja, Ruffy haben wir ja noch nicht ganz durch. Müssen wir jetzt noch. Zack, zack, zack. Also, ich finde auch, dass es wirklich so mega geil animiert alles. Aber war in dem Trailer von dem Spiel nicht zu sehen, dass auch Death Note mitmacht hier? Der komische. Habe ich das falsch im Kopf? Wahrscheinlich als DLC-Charakter wieder. Kommen ja immer wieder DLC-Charaktere nachträglich. Immer und immer wieder. Geht einer von euch heute für mich auf Nachtschicht? Ich habe keine Lust. Ja, ich halte mich nie zurück. Ich bin mal auf die Story auch von dem Spiel gespannt. Wie das alles so verknüpft ist, das ist bestimmt mega geil. Na?
Diese Nicke. Geil. Jetzt ist er schon nackt. Zorro ist nackt. Wie geil hab ich denn da eingewechselt, Mann? Direkt beim Einwechseln habe ich einen super Move gemacht. Deswegen ist das so gut gelaufen gerade. Boah. Und ein super Finish. Ah, der hat anscheinend nur so fern an. Das finde ich schade. Da haben sie sich nicht wirklich viel Mühe gegeben. Aber Blackbeard ist ja jetzt auch noch nicht so relevant. Momentan in One Piece. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich hoffe natürlich, dass ich hier keine Fans verbrenne. Ah. Geht doch noch besser. Zorro hat Erwachen voll. Nützt ihm nur nichts mehr. Ach Mann, ich möchte einmal Erwachen schaffen. Mit jemandem. Mann. Entschuldigung, ich musste jetzt gerade hier was lesen. Hab alte News gekriegt von einem Kollegen. So, Zorro, Blackbeard haben wir. So, jetzt machen wir nochmal richtig Naruto, Sasuke und Pegasus Saiya. Ja, vielleicht kriegen wir bis 16 Uhr alle durch. Dass wir alle einmal gesehen haben. Da kann ich das Video nennen: Gameplay with all characters of. Ach nee, alle Charaktere gespielt in Jump Force. Wenn ihr das jetzt hier seht, seht ihr ja wahrscheinlich, ob das schon im Titel steht oder nicht. Dann könnt ihr ja schon wissen, ob wir alle geschafft haben oder nicht. Weil die Zeit wird langsam knapp. Gleich ist die Beta wieder rum. Finde ich blöd, dass sie die jetzt immer so zeitlich einschränken. Hätte ich jetzt heute Mittagsschicht gehabt, hätte ich das nicht spielen können. So gehe ich müde zur Nachtschicht. Rukia! Ja, die Mundbewegung war jetzt ein bisschen strange. Fängt doch gut an.
Yamada! Shidori! Jawohl, Rasengan und Chidori hintereinander. Also langsam mach ich's raus. Na. Jawoll. Lamer Move, aber das Ergebnis zählt. Oh, okay. Oh! Scheiße, zweimal verkackt mit dem Move. Mann! Na komm schon. Mann! Da enden. Dafür habe ich mich so abgerackert. Sehr schön. Oh. Jetzt aber. Wow. Ach, ist das geil. Ist das geil. Jetzt kann ich es gar nicht mehr auf den 15. Februar abwarten. Das Problem ist, das kommt am 15. Februar. Am 15. Februar kommt Crackdown 3. Am 15. Februar kommt durch den Premium Pass, den ich bei Origin habe, Anthem schon. Ich weiß gar nicht, was ich am 15. Februar alles spielen soll. Ich glaube, da kam noch ein anderes Spiel, auch noch am 15. Februar. Ey, es kommt so viel, genau an diesem einen Tag. Was soll ich denn da machen? Gibt's ja gar nicht. So, was jetzt kommt, da kommen, glaube ich, nicht mehr viele, die so einen richtig bekannten Signature-Move haben, ne? So, Fist of the North Star, Ichigo Kurosaki hatten wir schon. Da sind wir durch, jetzt kommt wieder... Ich hoffe, in der Vollversion gibt es nachher noch ein paar mehr Arenen. Wobei die Arenen bis jetzt nicht schlecht waren, aber das sind halt nicht viele. Aber ich habe schon in Trailern gesehen, dass man mit den Umgebungen auch noch viel mehr machen kann, dass man Leute durch Gebäude hauen kann oder dass die so die Gebäude hochrutschen und man geht hinterher, so wie bei No More Heroes. Das habe ich ja auf der Switch und da ist das ja auch so, dass man dann quasi an der Häuserwand auch weitergespielt hat. Sowas habe ich, meine ich, im Trailer gesehen zu haben. Koko. Ore hitori de juben. Yoshi. Hora kara yarashite morau. Ja, wofür sind wir denn hier? Natürlich sind wir zum Kämpfen hier. Mann, ich will den erstmal greifen, weil die Greifanimation... Genau.
sie nämlich gut aus. So, und warum platzt jetzt Son Goku nicht der Kopf? Das sind doch so die typischen Fist of the North Star Moves. Ja, komm her! Oh. Der greift ja gar nicht an. Dann machen wir mit Rukia weiter. Bam! Ah, ich bin so amazed. Hey, warum? Komm schon. Mann, treff doch mal. Also. Ach so, das ist nur verstärken, okay. Nein, will ich doch gar nicht. So, machen wir nochmal hier. Zack, zack, zack hier. Zack. Feierabend hier, Goku. Auch nicht schlecht. So, viele Charaktere haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Dadurch, dass ich immer alle drei direkt alle Moves hier durchprobiere. So. Ja, viele bleiben nicht mehr. Oh, ich krieg das nicht untergebracht, dass wir alle mal gespielt haben. Da fehlt mir dann noch hier der Kenshi. Nah. Da fehlt mir dann noch der Kenshi. Das hat nur ungerade. Nee, ich habe glaube ich einmal. Genau, ich hatte Freezer, hatte ich in zwei Kämpfen. Naja, egal. Egal.
noch mehr Footage für eure Augen. In feinstem 4K. Ich freue mich schon wieder, wenn ich das Video gleich rendern darf. Das dauert wieder ewig. So cool. Also ist schon auch ein bisschen was anderes als Battle Stadium Don früher. Oder J-Stars Victory. Bungee. It's a showtime! Card game. Sensenmantris. Hört sich auch geil an. Wow. Aber hier, dieses also Mega-Geistergewehr würde jetzt nur gehen, wenn ich auch Erwachen habe. Komm näher, Son Goku. Wenn du dich traust. Mann. So, jetzt. Komm. Mann, der Move geht nie durch. Der weicht immer aus. Organmord. Hört sich auch geil an. Okay. Gut, der kann auch stärker machen. Aber stärker mache ich jetzt nicht. Das ist ja wie bei Gon wahrscheinlich. Boah. Ja, machen wir mit dem nochmal weiter. Zack. Ihr seht einen zufriedenen Gameplayer. Aber gut, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt auch nicht gerade riesig. Oh, und das sieht so aus. Ah, nein, wir müssen auch wenigstens noch Kenji sehen. Kann nicht sein, dass die Kommunikation jetzt weg ist. Nein! Na gut, Leute, bevor ich das jetzt hier unnötig in die Länge ziehe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Spiel ist auf jeden Fall mega geil. Ich werde mir das auf jeden Fall kaufen, aber das war mir von vornherein schon klar, ohne dass ich das jetzt hier angespielt habe. Wie findet ihr das Spiel? Schreibt es doch bitte in die Kommentare. Würde mich wirklich mal brennend interessieren, wer von euch sich das auch holen wird. Kommunikationsfehler, Beta vorbei. Okay, danke fürs Zuschauen. Schreibt es in die Kommentare und vergesst das Abonnieren und die Glocke nicht, sonst verpasst ihr meine geilen Videos. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.